Brew Republic ist geilstes Brauhandwerk, ultra traditionell mit dem Fokus, aus diesem Handwerk den maximalen Geschmack rauszuholen. Wir stehen für Brewing Awesomeness. In erster Linie ist für uns wichtig, dass das Bier halt einfach so geil wie möglich schmeckt. Die Bierrevolution breitet sich auch in Deutschland endlich weiter aus. Vielleicht ist für uns diese Revolution auch einfach eine Rückbesinnung auf dieses traditionelle Handwerk. Wir haben ja schon immer gern Bier getrunken, aber irgendwie wollten wir noch mehr und haben festgestellt, dass Bier einfach noch geiler sein kann. Ja, und als wir dann realisiert haben, wie viel mehr Bier wirklich sein kann, dann ging die Reise mit Brew für uns eigentlich richtig los. Wir wollen wirklich wieder Hopfen, dass man den Hopfen im Bier schmeckt. Bier muss wieder Ecken und Kanten haben. Craft Beer is not a crime ist tatsächlich einfach irgendwie Programm für uns. Ja? Ich meine, wir machen ja nichts Verbotenes, im Gegenteil. Wir sind ja nicht Anti-Reinheitsgebot, wir sind die Verfechter letztendlich. Ne? Wir wollen uns auf diese Rohstoffe limitieren und zeigen, dass man wirklich mit Malz, Hopfen, Hefe und Wasser so ein geiles Produkt herstellen kann. Man könnte fast sagen, wir sind vielleicht die Ultra-Traditionalisten, ja? Weil wir das wieder so machen wollen, dass man sich mit den Rohstoffen auseinandersetzt. Und zwar nicht aus Effizienzgründen, sondern aus Geschmacksgründen. Mein größtes Erlebnis war halt einfach diese Fruchtnoten in einem Bier zu schmecken, wo ich mir dachte, das kann nicht sein, dass das nur vom Hopfen kommt. Aber es ist vom Hopfen. Hopfen ist leider geil. Tim und ich haben uns immer schon so als Brew Crew verstanden, auch wo wir auf unserer eigenen Heimbrauanlage damals Bier gebraut haben. Hier machen wir Bier nach unseren Regeln. Wir machen es so, wie wir glauben, dass es richtig ist, wie es uns schmeckt. Und da war der Name Republic dann relativ nahe. Die Qualität ist letztendlich für uns mehrdimensional. Das ist natürlich einmal, dass wir einen geilen Geschmack erzeugen wollen. Aber es ist auch, dass wir im Prinzip wirklich penibel alles erfassen, an kleinsten Daten super viele Analysen machen. Ne? Wir haben unser eigenes Labor und natürlich mit professionellen Anlagen, mit der entsprechenden Technik, aber auch mit dem Know-how, gemeinsam mit unseren Brauern und Braumeistern das Ganze dann wirklich bei jedem Mal auf den Punkt wieder gleich hinzubekommen, die Biere. Weil das ist auch unser Anspruch. Ja? Also bei uns weiß man halt, jedes Mal, wenn ich den Drunken Sailor trinke, dann kriege ich auch einen Drunken Sailor. Gerade im Drunken Sailor spürt man das eigentlich, dass wirklich der Malz ist der Körper, der Backbone des Bieres. Und dieser Hopfen verleiht ihm dann eine Balance, eine Frische, die einfach toll ist. Was uns natürlich mega stolz macht, ist, dass nicht nur wir das Drunken Sailor so geil finden, sondern dass wir damals 2020 als weltbestes IPA ausgezeichnet wurden. Und das war auch der Ansporn für das Local Hero. Das ist unser modernes Helles, was eigentlich einem in Anlehnung an die wirklich super guten türkischen Helles Bier. Ich brauche gleich ein neues Bier. Das ist unser modernes Helles, was eigentlich in Anlehnung an die wirklich super guten bayerischen Helden Biere, aber dennoch mit einer gewissen Hopfennote, mit diesem gewissen Crew-Twist, einfach geiles Bier. Was ist Crew Republic? Crew Republic ist Brewing Awesomeness. Crew Republic ist geiles Bier. Ja? Punkt.